Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no looks in the band. So, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heutiges Thema: Wolfenstein, The New Order. Wir sind ja letztes stehen geblieben in Berlin. Sylvanikon mit unserer abnormal geilen Freundin. Wenn es eine Freundin ist, keine Ahnung. Jetzt geht's weiter. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Aha. Komm schnell. Nee, es juckt gerade so jetzt. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. What? Also ich muss leise sein. Oh yeah, Baby. Da müssen wir rein. Ja, jetzt erinnere ich mich, das war auch an den Teil von, wo ich das auf der PS3 gezockt wurde, und zwar mit Spoiler-Alarm. Wir klauen Auto, brechen daraus und fahren da durch. Ich erinnere mich, Alter. Wenn ich jetzt runterklatsche, bin ich tot. Hey, hey, hey. Ein neuer herrlicher Tag in unserer neuen herrlichen... Lukov. Und das war zack. So zack. Und das ist... unrealistisch. In der Zeit gab es keine Unterspiele. Oh, Junge, ich flieg da voll auf die Fresse. Ich überlege immer noch, ab wann ich das nicht mehr hochladen darf. Ja, ich muss mal googeln, ob man das überhaupt darf. So. Diese bestimmten. Was ist das denn? Oh ja, das ist das Ding, was ich vermisst habe. Das ist übel geil. Das ist übel geil, Alter. Das ist nämlich so ein hässlicher Laser. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gibt also so Kisten, so auch aus Stahl. Und da können wir, die durchschneiden, wir können durch Zäune durchgehen, wir können alles, was Draht oder aus Blech ist, durchschneiden. Das ist übel geil. Das ist geil, ich liebe den Style. Ich hab das geliebt. Batterie ist leer, muss neu aufgeladen. Können wir aufladen und dann hier. Ja, jetzt so richtig wie so klein geht, Leute. Der Laserschneider. Der ist voll geil. Der ist richtig geil. Also das war das einzige Teil, was wirklich gebockt hat. Guck mal hier, den kann man alles hier durchschneiden. Kann man wirklich fangen. Die können sie so kaputt machen. Was ist denn mit dem Nahkampf-Take? Taste. Ich weiß es nicht. Ey, das ist geil. Ja? Werkstatt. Nur autorisierte Personen, das bin ich. Was bist du eigentlich mal? Ich hab vergessen. Scharf verschwommen. Okay. Ja, Mann, das ist geil. Guck dir das an, wir können einfach mal durchschneiden. Oh, das ist übel geil. Das könnt ihr auch mit solchen Stahlkisten machen. Aber natürlich sollte man das so schnell, dass man durchkommt. Oh. Fuck. Ich passe da nicht durch. Können wir das nochmal wiederholen? Ach, ich bin blöd. Jetzt ist das Ding komplett leer. Hallo? Kann man die Tutorial nochmal machen? Ich hab's verkackt. Hallo? Hallo? Nee, ne? Ah, es lädt sich mit einer Zeit also auf. Geil. Also ich glaube, wenn man das zu Hause hätte, so als Spielzeug, ne, ich weiß, hätte jetzt die Wohnung gebannt, die sitzt. Ich will das haben. Also es lädt sich alleine auf, ja, aber nicht full. Muss man dazu sagen. Ey, Junge. Das will doch jeder Boy haben, Alter.
So eine fette Lasergun. Kannst du alles aufschneiden, dies, das. Es ist so, ey, ich seh schon, komm, Alter. Wenn es so ein Teil wirklich zu kaufen gibt, einfach so random. Wir machen nichts mehr mit einem Messer auf, alle mit einer Lasergun. So geil. Und dann geht's kaputt. Ey, das ist doch geil. Ey, das ist echt sick. Ich glaube, damit können wir ihn töten. Öffnen. Holz auf Kutter. Ah. Okay, aber das sind doch nicht die Kisten, sondern andere. Ah, ich weiß welche, ich weiß, wie die aussehen. Hey, warte mal auf. Da soll ich jetzt drüber stampen, ja? Okay, cool, cool, cool. Aber live! Move. Ja, typisch. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Hab mir von. Fuck. Kommen Sie näher. Junge, ich brauche ein Wurfmesser. Zwei. Drei. Vier. Dürfte ich erfahren, wie das funktionieren soll? Ach, scheiße. Nein, ich muss da rein. Ich habe keine Waffe. Also das da, das bringt mir nichts. Wohl bemerke, die haben Schusswaffen. Wir müssen nur einen überwältigen. Wie kann man das Ding werfen? Komm doch, Junge! Was? Ey, komm! Jetzt komm, Jalla, mach hin! Da wird dich bei dem Signal angezeigt. Scheiße. Oh mein Gott. Also scheinbar werden nur die Leute angezeigt, die wir töten müssen. Ey Junge, dann komm doch her, Mann. Was bist du für ein Mädchen? Ich meine, Lärm kann ich hier machen. Er springt mit Absicht an den Digga. Ich komm da nicht mehr raus. Schön. Das ist ja schon wieder für ein Bart. Fängt langweilig an. Ja. Komm schon! Ja, komm! Oh komm, scheiße. Wie soll das denn funktionieren? Ey, komm her. Komm, komm, komm! Komm! Oh, scheiße. Hat ja gut funktioniert. Also. Schon mal positiv, die sind nicht bewaffnet mit Schusswaffen. Nein.
Plan ist, den sofort zu töten. Gar nicht lange warten. Weilen haben wir schon mal ein. Alles klar. Da ist jemand. Gar nicht. Ja, komm her, Bitch. Ah, oh, kleiner Wichser. Ja, oh, scheiße, ich treffe ihn jetzt gar nicht. Loot. Was machst du denn? Warum machst du keine Taktik? Mehr, Bitch. What? Was ist das denn, Digga? What? Aber wir haben schon mal 3 getötet. Vor dem Flüchten kann ich ja. Guckt euch die Roboter an, Alter. Scheiße. Ja, was ist das denn? Alle guten Dinge sind 3. Als Konstanz wäre es noch, wenn ich hingeflogen wäre. So schön auf die Fresse. Hat keiner gesehen. Kann man irgendwie die Taktik ändern oder so? Weil der, wieso sticht der so zu? So, das ist scheiße. Ja, so wäre besser. Da liegt ein Toter. Nur fürs Protokoll. Da liegt eine Leiche. Gar nicht. Gar nicht. Mit Pizzabote. Oh, fuck, du kleiner Wichser. Ey, wow, komm her. Was ist das, Digga? Ah, ich hab's geschafft. Aber jetzt klappen wir das, jetzt schneiden wir das so zusammen, dass ich es beim ersten Mal gemacht habe. Ah, Digga, was? Bruder! Vierte Gaming-Tastatur. Alter, what the fuck? Junge. Nehmen wir mit. Hier ist einer. Der hat von dem ganzen Spektakel nichts mitbekommen hat. Oh. Also Hunde sind cool, ne? Das ist kennsächlich, weil die können ja keinen Hund mit reinfügen. So, du musst ihn ja töten. Aber Hunde sind cool. Katzen sind schwul. Ah. Sorry, mein Dicker. Warum kommt man... Alter, guck dich das an. Wieso kommt man auf die Idee, sowas einem Hund anzutun, Alter? Hier, das ist ein bisschen auf dem Fleisch oder so, Alter. Telefon pimmelt. Ah, was denn? Pizzabote? Ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Okay. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ja, das ist mir scheißegal. Ich gehe zu Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist voll eingetroffen. Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Glaubt, er hat jemand seine Tage. Dieses Mädchen da. Hm. Hä? Mann, Schimmel, ja, lecker. Der Dude ist immer noch am Leben. Was verändern? Ah, war ja klar. Trotzdem einfach mal gucken. Die meisten Türen gehen auf, die meisten nicht. So, ich weiß nicht, wer das ist, wer wir töten müssen. Ich weiß aber auch nicht, warum. Aber wir machen es einfach. Also stimmt ja.
fotografieren verboten. Richtig deutsch, Alter. Ey, yo, Fettsack. Messerwerfer, du hast einen Vorteil. Drücke Maustaste. Ja, das meine ich, das ist geil. Krieg ich ihn wieder? Krieg ich ihn wieder? Das ist so praktisch. Ah, ich habe aber nur einen. Gib mir mein Messer wieder. Cool. Also irgendwie kann ich keine Gläser kaputt machen. Vasen auch nicht, Bilder auch nicht. Cool. Ist die Mucke Copyright? Los hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute hat's, dann müssen wir aber los! Ja, ja. Achso, ich dachte, ich muss so runterspringen. Hey, du da! Komm schon! Ah, verstehe, ich muss die ganze Zeit... Ich zeig's dir, du faule Sau, los! Du bist ja nicht zum Faulenzen! Raus! Vorwärts! Ich zeig's dir, du! Ich kann ihn nicht töten, sonst hätte ich mein Messer geworfen, weil sonst müsste der Kreis rot leuchten. Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! Entschädige! Vorwärts! Kommst du, du kannst hier faulenzen? Da klingt's, komm schon! Du Drecksau, los, los, los! Los! Na los! Ja, dann. Cutscene. Stahl. Stein. Beton. Meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche los, euch... Los, los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden. Und befreien. Ich kam sowieso alleine. Also. Sieht so aus. Bist du sicher, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen? Roboter. Also ich kann da noch ein paar einige Dinge spoilern. Was noch auf uns zukommen würde, aber mach ich nicht. Weil ich ja weiß, was das für eine Scheiße sein wird. Das eine wird richtig ekelhaft. Ah ja, hier vielleicht mal mit der Karre. Also das war jetzt nicht das, was ich nicht spoilern will. Ah. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal hochgehen. So. Gefängnis von Eisenwald. Ah ja, okay, cool. Ja, ich komme da nicht hoch. Ah, schau, müssen wir doch da lang. So. Du weißt, dass das Messer in deiner Rüstung ging, also hättest du es überleben können. Gott. Hätte. Ja, ja. Ah, da kann man so ein bisschen Pistol aufladen. Sick. Und das Ganze ist kostenlos, also wir zahlen gar nichts. Keine Energie, nichts. Und die Dinger gibt es überall zu stehen. Oh, geht da nicht. Richtig schönes Spielzeug. So. Ja. Ich erinnere mich voll und ganz. Warte, lass mal wieder aufladen. Ja, hier fehlt ne. Fehlt Energie. Das ist so ein Tick, den hat jeder Gamer. Wenn eine Kugel im Magazin fällt, direkt nachladen. Eigentlich könnte ich den damit auch töten.
So, wenn das. Oh, shit. Hi. Stirb bitte leise und langsam. Nee, gar nicht, aber eigentlich nur schnell und. Der Lichtentörder, ich komm. Was hätte ja klappen können, so manchmal sind das so geheime Wege, die du nicht gehst, weil du denkst, passt da eh nicht durch, ne? Und dann passt du da auch durch. Und das ist ein Vorteil, ne? So, was? Zellenblock. Und das Laser, Dicke. Alter. The fuck. Was denn? Das Ding ist, du musst da so ein scheiß Viereck machen. Junge, ich war noch nicht mal so weit. Verpiss dich mal. Geh dich. Und jetzt hätte ich mich reingeschlichen, schnell aufgeschnitten und dann. Mit einem Wurfmesser. So war meine Taktik auf der PS3-Zeit. Das ist sie heute noch. Oh, das ging sehr nah, Spaghetti. Oh, Scheiße. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Dinger doch noch bewaffnet sind. Also die Geschütze. Oh, yes. Das nehmen wir mit. So. Also ich feiere das Teil. Ich will das nicht laut machen, weil wir können das leise machen. Ach, Digi. Und ich meine, da waren Kampfroboter. Die haben Kameras, die schießen und die haben keine Pistole. Also, wir wären so oder so drauf gegangen. Hätte nichts gebracht. Da unten sieht's schlecht aus. Ist wohl sicherer, unbemerkt den Dach weiterzugehen. Wow, schlitz dir doch mal die Kehle auf. Und ich glaube, du kannst hier sogar, Leuten etwas später so richtig fett das Genick brechen, Alter. Nein, ich war nicht so weit. Achtung, Lebensgefahr. Hochspannung. Yeah. Ah, nee, ich brauch das Ding hier. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Das ist richtig praktisch, weil du kannst so viel Scheiße damit bauen. So viel Wege, so viel Kisten damit öffnen, aber auch nur, wenn du eine Energiequelle in der Nähe ist, sagen wir mal so. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du eine Kiste öffnest und die Pistole ist leer. Da war nur Scheiße drin. Hast auch eigentlich geschossen. Was ist, wenn wir links an die Kamera? Hehehehehehe. Ja, mal schön die Kehle aufschlitzen. Bisschen Jalla machen. Der kommt zurück. Oh. Ich dachte, dass da eine Energiequelle ist. Weil solche Bomben sind richtig fett. Gibt's hier irgendwas, was man aufmachen kann? Oh, Explosionsgefahr. Oh, Mann. Wo ist der Dude? Wir können ja nicht durch eine Kamera. Ich weiß nicht, wie man die. Ah, der kommt zurück. Ausschaltet. Allerdings ist halt der Nachteil. Du hast keine, so ein Radius. Weil bei den meisten Games wird der angezeigt, so ein kleiner Radius. Wenn du den überschreitest, dann wirst du richtig entdeckt, dann greifen sie dich an, hieß du gar keinen. Das ist echt in dem Blickwinkel sein von denen, so fake. Oh. Oh.
Yeah, huch! Maus rutscht. Scheiße, wo ist dieser Hurensohn? Das Blöde ist ja da wirklich, du kannst dich speichern. Oh, da. Du kannst nicht speichern. Scheiße, das war voll daneben, weil da passe ich niemals durch. Und da passe ich durch. Das Spiel sagt, ja, du bist nicht so fett. Mach hin. Scheiße, der kommt zurück. Theoretisch dürfte man dich gar nicht sehen. Nur weiß ich schon. Ach, komm, du Hurensohn. Meine Fresse, was ist das denn? Okay, der wird gekriegt. Ey, Stolli, schmeiß das Messer genau daneben, Alter. Ich hab's gewusst, dass irgendwas fällt. Ich hatte nur ein bisschen Hoffnung. Oh wow, das ist voll unnötig. Ey gut, was ist... Oh, scheiße. Ich wollte gucken, wie weit das geht. Scheinbar sehr weit. Hallo. Hallo, people. Ich habe hier ein bisschen Damage gemacht, ne, bei den anderen. Ja, solche Kisten, die meine ich. Die kannst du, glaube ich, aufschneiden, ja. Nein, doch nicht. Mann, sind einfach solche ähnlichen. Die gefällt mir nicht. Ja, da komme ich rein. Aha. Ja, gut. Kann ich das kaputt machen? Nein. Also an sich. Ja, A, B. Na, ja, lass da rein. Ne, warte mal. Ich will zurück. Oh, lauf! Oh. Fuck, man! Oh, scheiße. Ey, so schnell wollte ich nur wieder nicht vorangehen. Ey, hallo, ist das nicht so eine Ladestation? Toll. Der nicht mehr da? Hallo? Oh Gott. Hat das super funktioniert? Oh, moin. Na ja, klar. Warten wir auf den, wa? Ich weiß nur nicht, wann er hier ist. Ich brauche keine Steps. Small, man, das klappt nie, das klappt nie. Nie klappt das. Nie klappt das, Digga. Ich hab dich zuerst abgestochen. Junge. Nie funktioniert irgendwas nach Plan. Ja, auch zwei einfach. Ah, schön. Wie gesagt, hier gibt's viel Roboter. Und Halbroboter, schön. Lebewesen. Glatzkopf. Ah. Ja, Digga, ich werde dich töten. Schon ehrenlos beim Pissen zu sterben. Ja. Gottloser Kill, Alter. Kill der nächsten Generation.
Der war wirklich hart. Ah, scheiße. Kein Zutritt, also Zutritt. Sei brav. Hört man ja eigentlich. Ah. Und ich dachte... Oh, ich dachte, hier ist niemand. Hey, Kameramann. Hey, Day. Können wir auch mal wieder spielen. Gibt, glaube ich, eine Mission. Das ist die faulste Wache auf der ganzen Welt zu sein. Ja. Wow, voilà. Schöner, hässlicher, einfacher Kill. Das meine ich. Da kannst du so Sachen aufschneiden. Nur das einzige so Blöde, was ich finde, der braucht einfach viel zu lange, um die Waffe rauszuholen. Zu wechseln. Allgemein das Ganze wechseln, das dauert einfach viel zu lange. Und das hat nicht genug Energie gekostet, die ich wieder aufladen kann. Deswegen, ich mach solche Kisten und so halt ein Scheiße nur aus dem Grund auf, wenn der Energie in der Nähe ist, sonst sinnlos. Achtung, Gas. Vorsicht, Erstickungsgefahr. Gut, da gehen wir gleich rein. Das kann man doch keinen Hund antun, Alter. Moin! Digga, ich hab dich überwältigt. Moin! Komm, 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 komm! Ich stech zuerst zu! Junge, das hat... Ich hab den doch im Kopf gezielt. Eigentlich. Aber naja, gut. Aber jetzt geht's in den Gasraum, würde ich mal sagen, ne? So. Aber wir kommen so mehr, Wurfmesser da mitnehmen, so dies, das. Ja, ich hoffe, wir brauchen nicht so ein Gasmuster dafür, das wäre dann scheiße. Aber so richtig. Ja, wo ist das Teil nun hin? Ah, hier. Halt still! Oh, du kleiner Wichser. Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Yeah, sexy. Boah, das wäre so, wenn ich nicht mehr zurückkommen würde. Na. Scheiße. Okay, da gehen wir so gleich lang. Um zu gucken, was da ist. Immer wenn da steht, betreten verboten, müsste ich merken, reingehen. Auch wenn du zurückkommst, werde ich dich töten. Du elendloser Hurensohn, Alter. Junge! Ich krieg das noch mit dem Messer hin. Aber das ist wichtig. Nee, komm du. Junge! Was ist das? Wie geht das? Ey, muss ich mein Messer wiederholen? Ich hab mein Messer verloren. Hallo. Ah ja. Da müssen wir nicht hin. Also wahrscheinlich schon, aber ich will da nicht hin. Weil wir noch was zu erledigen haben. Sind hier oben Patrouille? Nein, aber da, fuck. Ah, Junge, 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 das Ding ist, die müssen wir zuerst töten. Sonst sehen die noch was.
Ey, Mann, Digga! Halt doch still, wenn ich ein scheiß Messer auf dich werfe, du kleine Fotze. Was ist das hin? Ey, sag nicht, dass du runterfällst. Mach, mein Messer ist weg. Das ist geil, wir können mehrere rennen. Oh. War schon so. Ey, wir können mehrere davon mitnehmen. Ah, hier, du hast mich sowieso entdeckt. Ne, ich hab 20 HP, bist du dumm? Warte, wir können's anders regeln. Kleiner Wichser. Bitte was? Hä? Oh. What? Eine Laser Gun. Wie kann ich den Modus wechseln? Geht das überhaupt? Hier war doch eine Ladestation. Aua. Medic. Ah, nee, doch nicht. Wie wechsle ich den Modus? Hallo, geil. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, aber wie wechsle ich den Modus? Hä? Scheiße. Einmal Messer. Ist das nicht hier runtergefallen? Ich hab mein Messer verloren. Kannst du mich mitnehmen? Hallo? Okay. Das war nicht geplant. Definitiv nicht. Gott, nebenbei könnt ihr abonnieren. Die Glocke aktivieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, das Video liken. Teilen, Kommentar schreiben für den Algorithmus oder wie man das nennt. Ah, scheiße. Ja, lohnt sich jedenfalls. Es kommen definitiv neue Videos. Definitiv auch ältere von älteren Spielen sozusagen. Per se ist das, ne? Oh, das ging voll in seiner Fotze. Sorry, Madame. Ja, also. Lohnt sich zu abonnieren, ist das, würde ich mal sagen, ne? Scheiße. Hätte schon meine dicke fette Laser Gun und biu biu. Yeah. Das ist gut. Hier waren drei. Ja, gut. Warte mal. Ja, wie wechsle ich das? So kann man ja wechseln, oder nicht? Guten Tag, komm her. Da geht's so gechillt, ne? Ich hab dich gleich auch. Come on. Oh, voll in dein Schädel. Oh, ich glaube, der wollte gerade angreifen. Ja, sorry, Madame. Nee, du warst ja nicht dieser... Wieso hast du mich gekillt, Alter? So direkter Instant-Kill, Alter. Richtig ehrenlos. Wo kann ich das Ding nochmal aufladen? Hallo? Wie komme ich jetzt wieder hoch? Echt jetzt? Oh. Da gab es so eine Treppe. Kann man das Ding hier irgendwie wieder aufladen? Irgendwo hier in der Nähe? Oh, scheiße. Scheinbar nicht. Ja, das Ding ist voll geil. Ist eigentlich Schall. Oh mein Gott, du Wichser.
Alter. Das ist eigentlich schallgedämpft. Ja. Ja. Oh, du kleiner Hurensohn. Ey. Auf jeden Fall wollen wir. Kann ich skillen? Nee, scheiße, nee. Heimliches. Heimliches tödliche Messerwurf 20. Taktik. Erhöht die Geschwindigkeit beim Ausrüsten und Wechseln von Waffen unnötig. Geil. Getötet mit Kopftreffer. Ist das nur auf die Pistole angelehnt oder. Weil kann ich das. Nee. Also ist es auf die Pistole. Was? Okay. Ja. Hört den Schall einer Pistole mit Schalldämpfer. Heimliches Töten mit schallgedämpfter Pistole. Ist das eigentlich. Warum rüstet der denn Messer aus? Ich will wissen, wie ich dieses hässliche Ding da wieder. Willst du mir sagen, wie ich springe? 200 schnell, ja, ich weiß, wie das geht. Lade den Laserschnell, den du eh drückst. Ich will wissen, wie ich das wechseln kann. Geht das? Guck mal, ich habe jetzt diese Lasergun, ne? Wie wechsle ich? Mit C. Mit C. Muss ich mir. Den muss ich mal aufladen. Weil da hebe ich diese Laser nur für die. Scheiße. Nur für die absoluten Notverlauf. Also sorry für die Hintergrundgeräusche. Weil dann. Ja. Dann wähle ich die nur für den absoluten Notfall aus. Falls ich irgendwie keine Munition habe mit meiner Schallpistole oder so halt. Also richtiger Notfall, Notfall. Also im Notfall, Notfall vor einem Notfall. Dann ist es ein Notfall. Dann muss ich ein Notfall. Ist diese. Da benutze ich dir es. Gottloses Fotzenvieh. Wieso habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt hier da durchgehe, dass ich irgendwie in die Tür zugeht und ich überleben rennen muss? Aber wahrscheinlich, weil es auch so ist. I believe I can fly, du kleiner hässlicher Hurensohn. Lalalala. Ey, oh, Scheiße. Mach mal. Lass ich die nicht frei? Lass ich die nicht dadurch frei? Ich bereue es jetzt schon. Hundi! Oh. Tja, das ist ein Block B. Zugemacht. Ah, geil. Achtung, Panzerhund. Alter. Ich komme da nicht mehr hoch. Also. Aha. Ich habe ja gar keine Schallgedämpfte. Her. Nur fürs Protokoll, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee. Ja. Treibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du echt, dass alles in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, aus der dieser Beton kommt. Ich habe sie überwunden und mir den Beton angeschaut. Cool. Wie wär's, wenn man zuerst nach oben guckt und die Kamera absichtet? Nö, man rennt direkt rein.
Warum sind das meistens so sinnlose Tipps? Aber jetzt wissen wir gut, die Kameras sind bewaffnet. Cool, hätte ich jetzt nicht erwartet, Kappi. Ist das fern? Ah, gut, dann müssen wir die halt so irgendwie abschlachten, ne? Ja, das ist ein Block B. Dann muss auch B2 hier irgendwo sein. Oh. Euer Ernst? Also jetzt ist die schlechtesten Soldaten, die ich kenne. Cool. Jo dann. Häusern. Gut. Schlecht. Na gut, die haben Panzer und also. Dachten die sich auch, jo, wir haben gepanzerten Hund. Kein Zutritt. Ja doch. Dann sparen wir uns lieber das Geld bei den Soldaten. Diese Visuals ist drauf gewählt. Ja, cool, let's go. Ordentliche Schalter und Hohits. Hab hier die Post. Was, Straße? Nein. Ja. Ich bin feiner als du, Bitch. Das glaube ich auch, Kappi. Ja, und ich werde gleich eine Lasergun in den Kopf jagen. B2 fotografieren verboten. Wer? Auf! Hallo! Ey, was geht, Bros? Was geht, Herr Baby? Was geht, Bruder? Was geht? Was geht, mein Bruder? Was geht, Bitch? Oh Mann, ihr kostet mich so viel Energie. Kapi, ist eigentlich scheißegal. Ey, Bro, was geht? Moin! Was geht, Bros? Ja, das sind die. Allmächtiger, ich dachte, ich bin geliefert. Und dann kommen Sie. Ja, Bro, ich bin der Beste. Unglaublich. Was haben Sie gemacht, Captain Blaskowitz? Ja, alles getötet. Wir können uns ans Werk machen, Wyatt. Fantastisch. Nichts wie raus hier, hä? Hey, du, mach die Tür zu! Schöne Scheiße. Jetzt darf ich wieder rausfinden, wie wir flüchten können. Also gut. An die Arbeit. Lecker. An die Arbeit, sagt sie. Ich hab ne Lasergun. Warte, halte mal kurz, ich muss aufladen. Hä? Ah, moin, ja. Warte. Okay, warte. Noch nicht losgehen. Ja, chill. Ah, huch. Ja, Baby, so geht das. So wird ein Kuchen draus. Yes. Oh, scheiße, ich kann euch nicht töten. Ah, oh, fuck, ich muss euch töten. La 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 la. Ist das unsere Gun, ja? La la la. Oh. Neue Waffe, automatische. Oh. 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 Yeah, Baby. Jetzt wird's blutig. Ah, Baby. Alter, leck mich doch am Arsch, die. Warte. Ja, yeah, komm schon, Baby, komm. Ah, scheiße. Gut, das war klar, dass ich nicht weit kommen werde.
aber ist egal. Wir müssen fliehen, Captain. Lassen Sie uns gehen. Ja, es geht doch. Oder? Also die Knarre, die ist ultra overpowered. Die ist mehr als overpowered, Digga. Die ist schallgedämpft, die ist übel geil. Auch wenn wir von der Entfernung her. Die ist einfach sexy, Bruder. Ich war da erst vor kurzem, Bruder. Junge, bis ich diesen Pfeil hab, ne, das ist mein Mauspad hat auch ein Ende. Du kleiner Wichser. Nur so zur Information. Ja, bitteschön. So, wo sind die anderen? Tot? Nein. Was für ein Timing. Ja, geil, wa? Auf der Seite steigen wir aus. Wenn wir hier lebend rauskommen, werden sich die Dinge ändern, Captain Leskovic. Das müssen Sie. Kann ich dich töten? Alter, nein, 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 nein. Die wollen vermutlich den ganzen Stadtteil überrennen. Bro, die haben mein Gepo. Nein, nein, nein. Ja, gepanzerter Roboter. Wenn wir wirklich schnell sind, können wir es schaffen. Tschü! Wie schnell ist der? Piu! Achso. Mach zu, mach zu, mach zu! Oh, no. Bin ich richtig? Nein. Warte! Naja. War ja schlecht. Danke. Danke, Ange. Oh, nö. Wieder einfach nur so, ey. Hallo? Sie können doch nicht auf mich schießen? Die haben keine Schussberechtigung? Halt's Maul. Ja, ja, kommst du? Hallo. Worauf denn? Wohin denn? Hier lebt doch keiner mehr. Alle lebendigen Menschen. Oh. Oh. Alle lebendigen menschlichen Wesen, bitte einmal. Getroffen, du Hurensohn. Heul dich bei Mama aus, oder? Ei, ei. Ja. Junge, da sind noch 12 Knochen wieder. Und jetzt? Achso. Oh, shit, man. Yo. Okay, 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 okay. Ja, ja, so wird ein Schuh draus. Komm her. Oh, geil. Hey! Small. Warte mal, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Das geht so nicht, ja? Ich habe auch eine Schussberechtigung. Oh, hi, was geht? Ich glaube, du siehst ein bisschen tot aus. Ah ja. Sollte es mal ein bisschen was drin ändern, zum Beispiel überleben. Aua, du kleiner Wichser. Oh. Oh. Aha. Das wird lustig. Ah, scheiße. Eigentor. Madame, ich glaube, sie sind. Hey, hallo, chill mal deine. Ah, ne, hast du keine mehr. Da war ja was. Ey, Mann, was ist das? Ich will meine Laser. Ich muss meine Laser gun. Digga, die ist. Das kannst du keinem erzählen. Der ist gepanzert, hält zig Magazine vor meiner MG aus, ne? Eine Laser gun. Dude. Hey, hallo, hallo, hallo. Chill mal. Ich glaube, ich habe sie kastriert. Halt still. Ich sag doch, halt still, Digga. Oh, scheiße. Ich wollte gerade flüchten. Nein. Tot. Gut. Wenn du siehst, also die Laser, die ist echt heftig. Kriegt man die eigentlich, wenn man also dran vorbeiläuft? Ich glaube nicht, ne? Ne, eigentlich nicht. Ne, würdest du nicht kriegen. Höchstwahrscheinlich erst später oder so. Deswegen geht jeden Stuff holen, den ihr seht, ne? Unnormal wichtig. Nö. Nicht mehr.
Ich hab dir voll in die Kehle geschossen. Wie kann er das überleben? Jo. Komm. Komm. Lauf doch nicht so langsam. Oh, sorry, Madame. Was, wohin? Yeah. Ah, du kleiner Wichser. Bahn lernt treffen, du Hurensohn. Hallo? Kannst du mal warten? Warte, weil ich eine Panzerung will. Ja, aber nicht so. Nicht so, weil du weiter Lärm hast. Ah, moin. Oh, du kleiner... Halt, still, du Hurensohn. Ich sollte echt mal ein Video machen, wo ich nicht fluche, Alter. Wird bestimmt lustig. Interessant auch, wie... Ey, scheiße, ich habe keine Granaten, scheiße. Oh, du Wichser. Ja, ich treffe euch sowieso, Alter. Echt jetzt das... Ey, hallo, chill mal deine... Oh, so Glück gehabt. Bzzz. Halt, still. Oh, fuck. Bro, wird ein bisschen brenzlig. Wie jetzt? Oh. Fuck. Sorry, Madame. Bro, bitte was? Hallo? Schießen Sie mal nicht auf mich, wie ich nachlade? Sowas macht man nicht. Schieße ich auf dich? Ja, das tue ich schon, aber... Bro, ich weiß nicht, wo ich hier zuerst schießen soll. Digga, was ist das? Ich muss regenerieren. Okay. Jetzt wäre es langsam mal Zeit zu regenerieren. Warte mal. Wenn ich bei der Stelldämpfe abmachen kann. Kann. Ja, scheiße, ich habe die Sniper nicht mehr. Jetzt werde ich mal ausprobieren, ob ich es auch bei der Sniper machen kann. Da ist kein Schuss mehr, Alter. Hey, hallo, Chill. Oh, Junge, du kleiner. So ist das Leben, so ist das Leben. Ach, dann nehmen wir abonnieren, Glocke aktivieren, das Video liken, Kommentar schreiben, ihr kennt das, ja. Jetzt mal den Knochen richten. Im Tagebuch noch, dort hast du eine genaue Beschreibung des aktuellen Ziels. Ja, ich weiß es ja. Töten. Nein. Allah, voll in den Nacken. Darf ich durch? Ah, scheiße. Das war zu schnell. Zwei. Wir müssen taktisch angehen. Ja, jetzt mal. Versuch's, Digga. Ich versuch's. Okay, Bruder. Ist er tot? Nein. Zeig dich. Ach, Scheiße, wir haben nicht mehr so viel Schuss, Alter. Wieder ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Nein! Hallo? Hallo? Ach Gott, ey. Du wirst es gut angehen. Praktisch, taktisch. Elastisch. Oh, scheiße. Oh, fuck, Mann.
Ah, du kleiner Wichser. Okay, jetzt müssen wir... Oh. Wir müssen es praktisch, taktisch und elastisch angehen. Oh mein Gott, halt's mal. Na, warte. Kannst du mal warten? Oh, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Ah, Wichser. Alter, leck mich doch, wie viel schnelles Ziehen. Wie? Achso, Waffen ziehen. Junge, okay, was mache ich denn jetzt detailliert? Bestimmt kein Plätzchen backen mit denen. Ich geb dir schon Feuerschutz, das machst du, Jalla. Nehmen wir mit. Hallo. Alter, ich dachte, das wäre hier, wo ich den... Ist das nicht hier gewesen? Hä? Oder hat das nicht geloot? Das war tatsächlich nicht hier, oder? Keine Ahnung, scheiß drauf. Warte. Geht das mal meine Lasergun? Ziemlich verarschen. Ey, Junge, spring doch darüber. Du machst Sprünge von, keine Ahnung, Dach zu Dach, aber bist du blöd? Oh, wenn ich da jetzt runtergejumpt wäre, ne? Bin ich dumm. So, am Aufladen, bitte. Bitte, tete. Ja, danke. Danke, Ange. Ach, Mann, rutsch doch nicht so weit, Mann. Jetzt musst du deine Rüstung kaputt, nur so zur Information. Oh, fuck, du Hurensohn. Ist jetzt nicht dein Ernst? Fange ich da nochmal von vorne an, mache ich einen Cut. Junge, das ist so witzig, deine... War so ein dummer Tod, Alter. Oh, doch nicht. Oh, fuck, chill. Kannst du mir... Ey, yo, was ist da für eine Party los? Oh, ja, Mann. Oh. Scheiße. Bro, kannst du es auch alleine übernehmen? Frag nur so. Ah, scheiße. Hey, hallo, so geht das nicht. Oh, voll in die Fresse. Hast du das gesehen? Alter, Digga, das ätzt doch weg. Oh, du Hurensohn, Alter. So Glück gehabt. Ich schlitz dich persönlich auf. Ich stech dir das Messer in die Kehle, Alter. Junge. Was? Zeig dich nochmal. Mashallah. Bitte, nee. Ah, sexy. Was? Abwasser. Ah. Bist du sicher, dass du lang gehen willst? Oder warum gehst du nicht vor? Geh vor. Ladies first. Ja, das ist schön. Boah, Alter. Money. Hallo? Money. So viel Money. Das ist schön. Das ist schön. Oh, warte mal. Können wir doch mal zu denen gehen. Willst du nicht mitkommen? Oder willst du hier bleiben? Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Ah, nichts. Ey, Junge, ich sehe es hundertprozentig kommen, dass gleich irgendein gepanzerter Roboter rauskommt. Weil hier so viel Munition und Panzerung ist. Dass ich gleich wieder fighten dürfe und ich wieder alles verliere. Undamage. Und 2 Wurfmesser. Und 2 Granaten. Jetzt werde ich nicht ausprobieren, was das ist. Switcht. Aber kann man das auch switchen? Nee. Hä, hey, komm doch mit. Hallo. Madame, kommen Sie mit. Ist alles in Sicherheit. Alles zu Ihrer Zufriedenstellung. Hey, Captain Blazkowicz! Hä?
bist nicht mal vor mir. Lauf doch vor, Alter. Ja, geh! Also sonst auch immer große Fresse. Ja, yeah, geht's hier lang, geht's hier lang. Dann wird er recht. Oh, Scheiße! Oh Gott, Digi. Ja, ich hasse diese Viecher. Ja, hör auf zu schieben. Immer schön die Spinde nachgucken. Da kann immer nützliche Munition drin sein. Oder ein dicke fette Sniper. Kriegst du es hin? Oh mein Gott. Ja. Ja. Ja, warte, 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 warte. Ja, komm mal, die Lasergun. Du Hurensohn. Oh. Du hast mir alles weggenommen. Warte! Warte! Oh, du kleiner Hurensohn! Hast du auf mich geschossen? Geht das? Ja, ich will es nicht ausprobieren. Ah, scheinbar macht der eine Damage. Geil. Also nicht geil, sondern geil in dem Sinne, dass es realistisch ist. Und das wäre auch ein bisschen, wenn es in jedem Game so wäre. Immer so schlimm mit den ganzen Online-Spielen, Alter. Kennt ihr das, wenn ihr so zockt mit irgendeinem Kumpel oder so, oder die rennen mitten im Gefecht, lese nicht die Lügen, das, ja gut, rennen sie vor euch durch die Schusslinie, wundern sich, warum sie sterben, oder geben sie dir die Schuld, dass du sie getötet hast. Den, hab nicht zugehört. Also, dann geben sie dir die Schuld, dass du sie getötet hast, ja, Dicker. Lauf nicht in meiner Schusslinie, ganz einfach. Dummheit, Alter. Das ist meistens echt immer so lost, Alter. Jetzt. Willst du dich die Vollpanzer oder so? Ich hab irgendwas mit denen. Digga, das geht gleich richtig fett im Krieg los, Alter. Nimm alles mit, was du hast. Oder tragen kannst. Oh, das war so typisch, Alter. Hallo, ich hab die... Ewa. Hat man den Scheiß Köter unter Kontrolle? Moin. Oh, Scheiße. Ja, oh. Du frisst deinen Kugeln, Alter. Also ein komplettes Magazin nur in die Fresse, das reicht aus, um den zu töten. Ich habe jetzt vielleicht mal mit der Karre. Mit dem Benzer. Nein, ich will jetzt mal Medic. Spoiler-Gefahr. Benzer, ja? Oh, scheiße Kameras. Ey, hallo? Digga, was fressen die an Kugeln? Das kannst du keinem erzählen. Wo? Oh! Wo bist du? Oh, moin. Ja, da soll ich fahren. Wir haben aber kein Mercedes. Ich weiß, wie man fährt, Digga. I'm late. I can fly. War eine dumme Idee. Durchs Fenster moisten. Es geht, Babe. Oh. Ein Panzer. Ja, ich hab's aufgeschossen. Hör mal, ist das die Schnecke Dome oder was? Na, scheiße. Oh, du rennst ja schon. Was? Ey, willst du eine Knarre? Mach die Scheiße auf. Oh Gott. Mädel, ich hätte bald auf dich geschossen. Du hast gemeint. Da hängt jene meine Hand. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Nein. Ah. Bullenwagen. Ich hoffe, Sie wissen, wie man hier rauskommt. Nein, tatsächlich nicht und ich muss fahren. Wahrscheinlich. D-
Digga. In der Stadt sind überall Kameras. Sie verfolgen uns, wo wir auch hingehen. Ach. Sag bloß. Nachts wäre es leichter. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Aber kein Flieger am Himmel. Niemand folgt uns. Vielleicht können wir ja heute Geschichte schreiben. Ich schreibe auch Geschichte. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Nö. Los! Jetzt! Laufen Sie! Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir im Gebüsch bleiben, sieht uns keiner. Aha. Jetzt zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn sie auftauchen, sind wir tot. Also, nicht zögern. Springen Sie! Aha. Siehst du aus, Digga? Ja, dann. Okay. Muss ich sagen, klares Wasser. Sieht man nicht überall, leider. Ja, war ja so klar. Warte. Ich mach das. Falscher Modus. Oh. Doch richtiger Modus. Ja, dann. Das Wasser ist glasklar, ne? Müsste ich jetzt eigentlich theoretisch doch sehen können. Aber na gut, ist ja gar nicht realistisch. Ah, ich bin fast gestorben. Wie kommen wir jetzt, Aha. Yeah. Hast du hier eine Ladestation? Ah, wunderschön. Ich muss mal aufladen. Warte. Kleinen Moment. Ich muss meine 60 Gun aufladen. Ich muss irgendwie... Ah, so ist... Okay. Oh. Ich meine, man kann es auch an den Symbolen erkennen, ja. Aber... Zitter nicht. Ist sie kalt? Ich lass ihn runter. Oh. Ganz langsam. Wow, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Madame? Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. B.J. Blazkowicz. Das war ja klar, nur sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, sie lebt. Wie nett. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und sie? Schädeltrauma, 10 cm langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, dich zu sehen, William. Tja, und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Ja, welche denn schon, ne? Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Wir sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas.
Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Ja, sie schreibt Pornos. Was soll ich finden? Ja, nee, sag bloß jetzt, ich soll hier was suchen, Alter. Ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Dicker. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf sie los bin. Macht der Gewohnheit. Na, keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterton. Ah! Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein. Oh, Junge. Wo ich ihn gelassen habe. Warum soll ich... Was? Wo irgendwo? Ja, hallo, ist das hier das Erdgeschoss? Ich drück E. Okay. Hey, da Tag. Ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Was denn? Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Er hat uns darüber sprechen und es regt ihn unheimlich auf. Schön, das sagst du mir jetzt. Was zum Spielzeug? Was macht das in Carolines Zimmer? Das sah schon besser aus. Nicht so wie der Rest. Ach, das ist ein Bild. Ich dachte, das wäre so ein Plakat. Hier denn? Was? Vollcomputer. Okay. Hier gibt es nicht so dort. So unnötige Sachen hier. Hä, warum konnte ich... Oh mein Gott. Jetzt soll ich einen scheiß Ordner suchen, Alter. Willst du mich verarschen? Verschlossen, war ja klar. Verschlossen, typisch. Ein Tisch? Mehr nicht. Okay. Ja, was? Boah, Digga, ich hab keine Ahnung, wo den Drecksplakat ist. Ey, was hast du für Musik? Wieso hat ein kabelloses Headset und ich nicht? Jede Menge Gekritzel auf dem Report. Da war jemand traurig oder gelangweilt. Gut. Ich muss sagen, ich brauche... Also ich werde mir wahrscheinlich irgend so ein Headset holen, das kabellos ist. Aber, ja gut, weil ich... Weil der Nachteil ist, du musst die Dinger halt auch aufladen, ne? Aber gibt's auch Vorteile, du hast keine scheiß lästigen Kabels. Hört sich beschissen an. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Nö. Ich kenne sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Du hast Freunde? Oh yeah. Das ist ein Knarre hier, oder? Oder ist ein U-Boot? Oh, sexy. Also wenn du das alles mal anstoppst, boom. Was macht der da? Aha, nichts. Rüstungsverbesserung. Bäh? Rüstungsverbot wird die Rüstungswerte aufgesammelt. 10%, ja. Cool. Also, was du wirklich brauchst im Spiel. Boah, Digga. Also, wenn du wirklich im Spiel was oder vorankommen willst, dann. So wie nützliche Tasten, die findest du halt nicht. Die werden dir nicht. Wow. Die werden einfach nicht gezeigt, Digga. Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo dieses Drecksbuch-Dings-Katalog, wer da immer ist. Junge! Oh, geht doch noch höher. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Ja.
Wir sehen uns später, okay? Such dir eine Freundin. Soll ganz nice sein. Hab ich mal gehört. Scheiße. So viel Zeug zum Durchlesen. Also könnt ihr morgen, ich mach das nicht, ne? Also könnt ihr immer wieder Pause oder liest das. Ah, ja. Junge, was ist, wenn einer so eine Scheiße umkippt, ne? Oh! Ist das das? Mond, Mond, ja, ja. Geil. Scheinbar wollte jemand den Hammer im Müll verstecken. Ja. Yeah. Ach du Scheiße. Das muss Max' Zimmer sein. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Eine Brechstange oder einen anderen Weg? What? Das ist... Junge, jetzt zeig mir eine Brechstange, Finn. Ah, Junge, habt ihr irgendwo eine Brechstange rumzulegen? Wohin? Ah, hier ist Treppe. Ah, Tools. Da bin ich ja doch richtig. Ja, das hört sich sehr gesund an. Ich bin mich sehr sicher, wenn es knatscht. Tools. Ja, dann mach auf. Oh, Robot. Da. Ah. Kann ich was schießen üben? Alter, what? Alter! So. Warum denn? Warum? Warum? Scheiße. Okay, mit Ansage, der will jetzt die Mitte treffen. Also jetzt. Mashallah. Okay, nochmal. So. Boom. Macht Bock. Boah, ich denke immer, das wäre bei uns diese scheiß Sirene. Eieiei. Okay, wow. Wer dort? Wo ist die Fresse? Ach, jetzt gibt's eine Konfrontation. Hi. Max, bitte geh zur Seite. Max! Bitte, Max! Geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Alles cool. Cool. Alles ready. Ah, gut. Da unten, wo war nochmal die Treppe? Du. Du hast hier eine Rampe, Alter. Fahr doch selber suchen. Hier. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. War eine schwere Mission. Bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Gibt's das schon, geht ja. Hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren, hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht.
Da ist ja niemand gefragt. Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Ich will einfach hinter mich bringen. Memo, beruhig dich! Jo Leute, dann war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Wie wir den Kampfhelikopter klauen werden oder so, keine Ahnung. Also viel weiß ich nicht, was so PS3 hat, aber ich weiß, dass es actionreich wird, definitiv. Ja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Mit Ö. We'll be right back.